Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und sorry erstmal dafür, dass das Video jetzt eigentlich einen Tag später online kommt als angekündigt, aber Jungs, ich habe zu Silvester ein wenig übertrieben, mir ging es gestern echt nicht gut. Heute geht's wieder durch, also dafür schon einiges besser und deswegen gibt's das Video erst heute, Boys. So, was machen wir heute? Wir holen sich jetzt die neue Verdienstmedaille 2019 hier auf meinem zweiten Account, sage ich mal. Weil hier bin ich ja schon Level 40 und kann mir die Verdienstmedaille schon holen. Und siehe da, Peng. Verdienstmedaille 2019. Finde ich an sich, schaut sehr nice aus, werde ich mich jetzt gleich als Auszeichen ausstellen. Wir haben dieses Jahr für die Verdienstmedaille 6 Prestiges, kann man so sagen. Wir haben standardgemäß das erste Prestige halt wie immer weiß. Dann ist dieses Jahr auch wieder so, dass das zweite Prestige dann grün ist, also das zweite Level von dem Verdienstabzeichen. Dann haben wir dann noch als drittes dann die blaue und so weiter mit pink, also violett, dann kommt pink und dann zum Schluss rot. Wobei ich sag mal, wenn ihr halt tryhardet, schafft man die blaue, maximal die pinke, aber alles darüber ist schon, nicht die pinke, die violette. Bis Level 4 bzw. Prestige 4 ist, sage ich mal, möglich. Alles darüber, alle Boys, ihr müsst 24-7 am CSGO suchen sein, damit ihr, sage ich mal, die pinke oder die rote bekommt. Also ich kenne keinen, der was da irgendwie da schon mal was Höheres bekommen hat. Ich meine, ich hätte jetzt letztes Jahr die Chance gehabt, dass ich die blaue bekomme auf dem Main. Aber ging sich dann doch nicht aus. Da hätte ich dann ein bisschen mehr tryharden müssen, aber ja. Okay, also. Was ich da auch noch allerdings sehr nice finde, ist, dass bei der diesjährigen hat man hier in den Hintergrund, dass das dann auch immer so in der passenden Farbe zum Stern selber ist. Jetzt habe ich hier halt den weißen Stern, beziehungsweise so weißgräulich ist dann der Hintergrund auch weißgräulich. Bei den anderen dann, wenn ich mal dann zum Beispiel zweites Prestige oder zweites Level von der Verdienstmedaille, die grüne, ist dann der Hintergrund auch so grün gefärbt. Das finde ich, schaut eigentlich ziemlich nice aus, das haben die sonst noch nicht so gemacht. Ich meine, ich habe hier jetzt auch nur die ganzen Eins auf den Account, aber sonst war das halt nicht so, dass der Hintergrund sich dann halt auch mitgefärbt hat. Das finde ich ziemlich nice. Und für die ganzen Boys, die sie halt jetzt da ziemlich neu sind in CSGO und ihr wollt halt auch die Medaille, ist es ganz einfach, ihr müsst halt hier Rang 40 erreichen. Das macht ihr halt, wenn ihr halt Matchmaking spielt oder Team Deathmatch oder wenn ihr einfach spielt, bekommt ihr Punkte und dann bis Rang 40 müsst ihr halt vollenden, dann könnt ihr eine Verdienstmedaille anfordern. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann seid ihr jetzt wieder zurückgesetzt, Level 1. Ist halt so ähnlich, kann man sich vorstellen, wie das Prestige-System in COD. Und ja, wenn man dann halt wieder Level 1 ist, kann man sich dann wieder hochspielen auf Level 40 und dann bekommt man dann die nächste Verdienstmedaille freigeschaltet. Beziehungsweise bekommt die dann den Upgrade und dann habt ihr statt der weißen dann die grüne und immer so weiter. Könnt ihr dann das hochleveln bis zur roten, nur wie gesagt, die rote ist schon ziemlich hardcore. Wenn ihr wirklich tryhardet, schafft ihr die Purple, also die Violette. Wobei die ist auch schon ziemlich Harakash ist. Höher als Blau werde ich, glaube ich, sage ich mal, die wenigsten kommen. So Jungs, jetzt habe ich einen kurzen Accountwechsel gemacht, weil bevor ich das Video jetzt dann auch noch beende, möchte ich ja, gibt es ja noch was Leckeres für euch. Wie gesagt, ich mache jetzt einmal monatlich wieder ein Giveaway, also Monats-Giveaway wird da je nachdem was kommen. Für dieses Monat habe ich hier eine AK-47 Bloodsport in, keine Ahnung, Field Tested, glaube ich. Ja, yeah, Field Tested. Eine Bloodsport in Field Tested. Finde ich sehr krass, geiles Ding. Habe ich auch eine Zeit lang als Play Skin gespielt. Ist, also jetzt nicht den hier, aber einen anderen Bloodsport Skin, ein anderer. Und finde ich, ist eine ziemlich nicer, eine von den nicesten AKs, was es gibt, finde ich. Es ist, ja, AK ist einfach nice, Jungs, Alter. Gönnt euch, gönnt euch. Und zwar mache ich das Ganze über Gleam.io, die meisten sollten das ja kennen. Für die, was es nicht kennen. So, wenn ihr in der Videobeschreibung den ersten Link anklickt, dann kommt ihr gleich hier direkt auf Gleam.io, also zum Giveaway. Für die Boys, die was es halt nicht kennen, Gleam ist eine Website, die was einzig und allein nur für Giveaways da ist. Es ist ganz easy, ihr müsst euch da halt nur mal einen Account erstellen, das damit euren ganzen Social Media Accounts verknüpfen und dann könnt ihr im Prinzip schon bei jedem Giveaway mitmachen.
Ich mache ziemlich viele Giveaways über Klima.io, weil das einfach nice, also es ist einfach für mich einfach von der Ausführung her, und es ist, ja, es ist einfach Klima.io. Es ist einfach, wenn im Internet ein Giveaway stattfindet, wird das meistens über Klima.io ausgeraffelt. Und es ist halt so die Number One Giveaway-Plattform, sage ich mal. Und jeder, der Gleam nicht kennt, ist halt, ja, Boys. Also, ihr macht es schon, ne? Hier einfach dann auf Subscribe im Channel, weil es halt nur für Abonnenten only. Und wenn ihr das dann macht, ich kann mich halt jetzt nicht selber abonnieren. Halt, stopp. Aber wenn ihr das dann gemacht habt, dann schaltet hier noch weitere Möglichkeiten frei, um teilzunehmen. Für jede, desto mehr ihr halt abarbeitet von den Möglichkeiten, desto höher ist auch eure Gewinnchance. Und ich werde hier dann auch noch um, gibt es dann auch zum Beispiel einmalige Aktionen, wo ihr dann Punkte bekommt. Und da gibt es auch noch welche, die ihr täglich ausführen könnt. Und dann könnt ihr halt, wenn ihr da jeden Tag vorbeischaut und die täglichen Herausforderungen halt abschließt, dann steigt halt eure Chance, um zu gewinnen. Deswegen sage ich halt, ja, die Boys, die was es halt wirklich wollen, die haben halt ihre Möglichkeit, ihre Gewinnchancen zu erhöhen. So, ganz easy. Und bitte, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, wenn das Video dann online kommt, und weil ich weiß, da gibt es ja schon so ein paar Boys, die was halt da gleich übelst da supporten und so, also Glückwunsch, danke an euch Boys. Wartet einfach noch, sag ich mal, 15 Minuten, nachdem das Video online gegangen ist, bevor ihr hier halt teilnehmt, weil ich werde da noch ein paar Sachen dazu hinzufügen, ne? Und das kann ich dann erst machen, wenn das Video schon online ist. Also wundert euch, oder ihr könnt jetzt schon mal anfangen, aber wundert euch nicht, wenn dann noch was dazu kommt. So, wie gesagt, der erste Link in der Beschreibung ist der Gleam-Link. Der Link zum Giveaway, für die AK Bloodsport. Und dann würde es mich auch noch interessieren, wie weit seid ihr letztes Jahr gekommen, 2018? Welche Medaille habt ihr erreicht? Und habt ihr euch jetzt irgendwas vorgenommen für 2019, irgendeine besondere Medaille zum Beispiel zu erreichen, welches Prestige oder so weiter und so fort? Würde mich interessieren, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Dann war es das dann auch schon wieder mit dem Video für heute, kurz und knackig. Würde mich über einen Daumen nach oben auch sehr freuen, wäre auch übelst nice der Support von euch. Und dann sage ich auch nochmal noch Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.